Geschichte wird lebendig. Die Plauner Galerie Forum K eröffnet am Freitagabend mit einer Vernissage die Ausstellung Extremitäten, Zeichnungen, Aquarell, Druck. Zu sehen sind die Werke des Künstlers Max Rossner. Der 29-Jährige erzählt mithilfe ca. 20 Bildern die extreme Wandlung der süßen Gavi zu einer Prostituierten. Anfangs war die Geschichte als Buch gedacht, verriet heute der Künstler bei einem Vorabgespräch in der Galerie. Bis zum 1. März werden dort seine Werke präsentiert. Danach soll das Buchvorhaben offiziell umgesetzt werden. Max Rossner ist in der Spitzenstädtler Kunstszene kein Unbekannter. Er gehört zur Kunstgruppe Art Kollektiv Plauen und bietet unter anderem im Weißbachschen Haus Workshops an.